Welcome to the Human Project. Ich bin hier mit Steffen. Ich müsste jetzt wissen, aber es ist mir Steffen Sanzenbacher. Sanzenbacher. Das sind so viele S, so viele ganz wunderbar weich klingende S, also verzeih. Und wir sitzen im Kuckumobil hier auf dem Schloss Blumenthal. Und ich habe Steffen die Woche kennengelernt, weil wir im Permakulturkurs sind bei Warren Prush. Und ich habe schon bemerkt, dass du eine unglaublich tolle Gabe hast, in der Natur zu sein und auch über die Natur zu sprechen. Ja? Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wer genau bist du? Was macht dich aus, Steffen? Ja, das Thema Natur begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben schon. Es sind immer andere Facetten, die seinen Ausdruck findet. Angefangen, also ich habe Kunst studiert, künstlerische Fotografie. Mhm. Hast du erzählt in Berlin, gell? Nee, in Leipzig. In der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Mhm. Und ja, das waren damals auch, also das Thema war auch der Mensch in der Natur, es waren Selbstporträts in der Natur, waren sehr archaische Bilder. Mhm. Und in der Zeit habe ich einen von der Baumpflege erfahren und Wie bist du dazu gekommen, du hast von der Baumpflege erfahren? Genau, also ein Mitbewohner in der WG, in der ich damals gelebt habe, der hat für einen Baumpfleger gearbeitet. Und Jahre später bin ich dann auch Baumpfleger geworden. Mhm. Aber jetzt so die Beziehung, jetzt speziell zu den Bäumen, die hat dann eigentlich in der Zeit angefangen oder sich vertieft. Also und mit der Zeit meinst du noch das Studium in Leipzig? Genau. Mhm. Du glaubst auch durch die Naturaufnahmen, wo du vielleicht mit offenem Auge durch die Natur gelaufen bist, oder gibt es noch ein anderes Erlebnis? Oh, das wird jetzt eine wilde Geschichte. Oh, ich liebe wilde Geschichten. Oh Gott. Wie erzähle ich das jetzt? Der erste Gedanke ist oft gut, ausreichend und der spannendste. Ich war auf einem Seminar. Das war mein allererstes Seminar, das ich hatte. Und das war von einer Truppe aus Berlin. Die haben so Castaneda-Techniken unterrichtet. Und da waren wir viel in der Natur, also so sind mit quasi mit verbundenen Augen in der Natur gelaufen, mussten mit verbundenen Augen rennen. Gab sehr viele Übungen in der Natur. Und das hat mir total getaugt und mir viel Spaß gemacht. Und ich habe dann ein Buch gekauft, eben von dem Lehrer, Mexikaner, Victor Sanchez. Und da war eine Übung, da Überschneidung mit der Fotografie. Also ein großes Vorbild war für mich Dieter Appelt. Kennst du den? Klingelt gerade. Hat auch eben sehr Fotos gemacht, wie aus dem kollektiven Unterbewusstsein. Und so sein, er war Opernsänger ursprünglich und sein quasi Einstieg in die Fotografie oder wo das Werk begonnen hat, mit dem er dann bekannt wurde, war in Italien, hat er sich einen Baum verkehrt rum an den Füßen aufgehängt. Ich hätte es jetzt nicht mehr so wiedergeben können. Danke. Und das hat in ihm einen Prozess ausgelöst, dieses verkehrt rum am Baum hängen, wo seine ganze Arbeit sich daraus entwickelt hat. Mhm. Und das hat mich unglaublich fasziniert, also Bäume, Natur eh schon und diesen so mit einer körperlichen Erfahrung, sich der Natur zu nähern. Und das habe ich auch schon immer wieder mal gemacht, mich einfach Kopf über den Baum aufgehängt. Und das hast du gemacht? Mhm. Es hat jetzt nicht diesen Prozess ausgehofft. Ich mache dann auch so geniale Bilder wie dieser Mann. Also hast du das im Rahmen des Studiums dann verwandt und hast dich dann selbst porträtiert im umgekehrten Zustand? Oder das war einfach nur ich habe es in der Wohnung diese Erfahrung in der Wohnung gemacht. Da ging es ja noch nicht am Baum, richtig? Dann, also erst genau, getestet. Ich musste erst mal gucken, wie mache ich das so, dass ich da wieder sicher rauskomme. Auch aus dem, hast du das mit Hilfe gemacht oder bist du alleine? Allein? Ich habe viele Sachen alleine gemacht. Ist das nicht auch, ich hatte mal als ich in Indonesien war, auf Bali, war auch dieses umgekehrt aufgehängt sein, dass es auch gesund sei aus bestimmten Aspekten. Aber da hieß es immer nicht zu lange. Hast du da... Nach 20 Minuten sind die Beine taub. Mhm.
Und ich habe es dann nicht länger gemacht, einfach um, dass ich hatte noch ein bisschen Gefühl in die Beine, dass ich aus den Schlingen, in denen ich hing, dass ich da noch rauskomme. Das denken sich ein paar, die das gerade an und denken sich, ja, was macht der Bub da? Ja. Ja, da hängt er sich andersrum auf und es könnte ja sein, dass du das nicht mehr schaffst, dich von diesem Seil zu lösen. War das eine Option, an die du gedacht hast und hat die dir sogar vielleicht einen Kick gegeben oder war das eher so, nee, ich bin selbst Herr meiner selbst, ich krieg das hin? Das kann man so nicht beantworten. Das ist ein Teil in mir, der Woran hat er gesprochen über diese Initiationen bei den Afrikanern, wo sie auf dem Baum stehen müssen und in so eine Nahtodeserfahrung kommen müssen. Und ich warte nie in einer Nahtodeserfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass das so, also ich muss jetzt eben bei dem Wochenende oder bei der Woche wieder dran denken, dass so dieser Prozess, wo auch dann dieses Seminar dann ausgelöst hat, als ob es einen Teil in mir gibt, der so eine Erfahrung gesucht hat, eine Art Initiation und eine Art, in seine Kraft zu kommen, wie man es eigentlich nicht, wie es in dieser Kultur eigentlich nicht vorgesehen ist. Und eben in den Büchern, es gibt einfach bestimmte Bilder, die man aufgreift. Eben, das waren eben Bilder aus der Mythologie, mit auch in den Büchern von Mircea Eliade, eben über diese schamanistischen Initiationen auch. Und eben in den Büchern von Castaneda ist es auch beschrieben, dass die sich kopfüber aufhängen, die ganze Nacht lang. Also jetzt frage ich nochmal nach, Steffen, weil wir sind ja ursprünglich gekommen von der Bezug zur Natur. Ja, ist alles gut, ist alles gut. Und jetzt hast du gesagt, ja, diese Nahtod, diese Grenzerfahrung. Würdest du sagen, es waren beide Punkte für dich wichtig? Also diese Verbindung mit der Natur, auch eben dieses umgedreht dann am Baum hängen? Oder würdest du sagen, jetzt, wo du ja älter bist, du bist wie alt, Steffen, wenn ich fragen darf? 49. Und du hast es damals gemacht, Mitte 20er? Kurz bevor ich 30 geworden bin. Okay, so 20 Jahre her. Oder jetzt Studium sieht ja dann angefangen. Auch oft so Erlebnisse anders, wenn man älter ist. Also wenn du jetzt drauf blickst, auf den jüngeren Steffen, der da jetzt am Baum hängt. Was sagst du zu dem? Was würdest du sagen, das ist ein Quatsch, dass du das gemacht hast? War lebensgefährlich. Gut, dass ich es gemacht habe. Und schade, dass ich es nicht in dieser Konsequenz weitergegangen bin, meinen Weg. Das ist jetzt interessant. Was wäre denn jetzt, wenn du auf diesen 29, 30-jährigen Steffen blickst, was würdest du ihm für einen Rat geben, wo er weitergehen könnte? Naja, man versucht ja irgendwann man versucht seinen Platz zu finden in der Welt, in dieser konstruierten Welt, die gestaltet ist von anderen Interessen. Und man sagt sich, muss ja realistisch sein und muss ja quasi seine Füße auf den Boden kriegen, wirtschaftlich auch, und Geld verdienen und eben vernünftig sein. Sich der Masse anpassen. Und das war auch dann auch wichtig irgendwie. Also sehe ich das richtig, dass man ja auch sagen könnte als Bild, ich gehe meinen Weg. Ist es das, was du jetzt, wenn du so älter bist, also willst du dieser Nahtodeserfahrung noch was sagen? Was ging nicht um eine Nahtodeserfahrung? Das war ein Teil in mir, den hat das fasziniert, sich so aufzuhängen. Es ging nicht darum zu sterben oder irgendwie, oder es ging eher darum, so in diesen Büchern von Castaneda wird man beschrieben von einer, seine Routinen durchbrechen, Gewohnheiten durchbrechen. Kopfüber schaut die Welt plötzlich, die Sinne sind wieder geöffnet, weil man die Welt anders sieht, weil man Dinge macht, die außerhalb der Routine sind. Oft wird davon gesprochen, dass unsere Routinen unsere ganze Energie verbrauchen. Und dann gibt es eine innere Wahrheit, einfach etwas, was einen fasziniert. Das waren eben dann Bildwelten, diese archaischen. Es waren dann auch diese Handlungen, eben mit dem Kopf überhängen. Und ich bin einfach dieser Faszination nachgegangen. Und ich war da nie in einem Bereich, wo ich in eine Grenzsituation gekommen bin, wo das irgendwie gefährlich geworden wäre. Ich glaube aber, selbst wenn, das ist ja auch interessant, weil das zeigt ja auch was zum Verhältnis zum Tod.
Also ich glaube, in unserer Gesellschaft sind wir uns auch gar nicht bewusst, wie nah wir alltäglich mit dem Tod verbunden sind. Und dass der Tod aber auch... Der Tod ist verdrängt. Genau. Weil wir haben eine Kultur, die uns eine Geschichte erzählt von einem unendlichen linearen Wachstum, vom Steinzeitmenschen, der halt total primitiv war. Und dann geht es halt ewig bergauf, bergauf, bergauf. Und wir sind jetzt an dem Höhepunkt unserer Entwicklung. Und von hier an geht es noch weiter hoch. Aber die Situation ist die, dass wir halt kurz davor sind, diesen Planeten zu zerstören und damit unsere Lebensgrundlage. Und dass in dieser ewigen Entwicklung unzählig viele Kriege der Mensch erleiden musste, das wird nicht erzählt. Und wenn man jetzt die Natur beobachtet, dann bemerkt man, dass die Natur ein zyklisches Prinzip hat, dass es... einen Aufbau gibt und wieder einen Abbau, einen Aufbau, einen Abbau, wie mit den Da sind wir jetzt bei der Permakultur. Darf ich da jetzt nochmal für einen ganz großen Teil wahrscheinlich der Zuhörer, die sich gar nicht bewusst sind, was ist denn Permakultur? Es beginnt ja jetzt auch so ein Modewort zu werden. Das ist eine kleine Bewegung, die sich da weltweit gerade, glaube ich, auch firmiert. Hier sind wir in so einer Community der Permakulturisten. Die haben sich die letzten Jahre schon getroffen. Manche davon stehen auch im Austausch. Wie würdest du jetzt Permakultur für jemanden zusammenfassen, der nicht mal einen Garten hat, der in einem Hochhaus wohnt in Berlin? Was würdest du zu ihm sagen, für was dein Herz auch schlägt, für die Permakultur, die Permakultur ist? So, genau. Es gibt viele verschiedene Definitionen. Der Warren hat auch seine Definition. Und wo ich es herunterdestillieren würde, ist, dass es, es ist eine Gestaltung von menschlichen Lebensräumen. Und die Grundlage, die Orientierung ist die Natur. Also die Muster in der Natur oder die, wie... Die Pattern, die das glaube ich... Also wie ich auch das jetzt, ich bin ja da ganz neu, aber was für mich sehr spannend war, als der Warren gesagt hat, man nimmt diese Muster der Natur, man versucht die zu übernehmen, weil die an sich ja schon eine Perfektion haben, ja, an denen der Mensch sich gut orientieren kann. Und auch der Mensch, genauso wie das Tier, mit der Natur einen wunderbaren Kreislauf bilden kann. Die Natur ist eigentlich die Wirklichkeit und ist unsere Lebensgrundlage. Und deswegen kann ich eigentlich nur mich an der Natur orientieren und daran, also an diesen Mustern gestalten, weil wir können es nicht besser machen als die Natur. Genau, wir können es nicht besser machen als die Natur. Und jedes Gestaltungsprinzip, was nicht an der Natur orientiert ist, ist eigentlich lebensfern. Und jetzt ist ja das Spannende, dass die Permakultur nicht darin besteht, irgendwelche Hochbeete nur zu bauen. Ja? Es ist ja ein System, was eingreifend ist auch in die Art und Weise, wie der Mensch zur Natur, jetzt sind wir wieder bei dem Verhältnis zur Natur, von dem wir eingangs schon gesprochen haben, wie der Mensch zur Natur steht, wie der Mensch zum Tier steht, wie die ganzen Kreisläufe untereinander sind. Was mich auch so fasziniert hat die letzten paar Tage ist, und das hat mich sehr an die Renovierung des Kokomobils erinnert, in dem wir gerade sitzen, das ist ein ganz alter Oldtimer, den ich innen ausgebaut habe, zu gucken, was hat man eigentlich für Ressourcen, wie verwendet man die, ja, wie setzt man da an, was mache ich da draus? Und auch immer mit dem Ansatz, ressourcenschonend umzugehen. Ja, und auch dieses Muster ist ja ein Pattern, mit was die Natur arbeitet. Jetzt haben wir so einen kleinen Bogen. Jetzt bin ich immer noch bei dem Mann, der quasi kopfüber an dem Baum baumelt. Also du so 29, 30, ja, dann deine Erfahrung gemacht. Ja, vielleicht ist oft sind ja auch die Motivationen verschieden, ja. Was auch immer dich dazu getrieben hat. Ich bin dann bei diesem Seminar gelandet. Und dann warst du bei dem Seminar Buch bei Baumkunde. Mhm. Und eine Übung war eben, im Baum zu übernachten in der Hängematte. War das so, wie mit Augen verbunden in der Natur wieder zurückzufinden? War das nee, einfach nur in der Hängematte. Es war ganz simpel, einfach im Baum zu übernachten. Und ein Mitbewohner von mir, der hat für einen Baumflieger gearbeitet. Er hat mir diese bestimmte Knotentechniken gezeigt, wo man sich sichern kann. Es gibt so einen Klemmknoten, der verschiebbar ist und damit kann man sich jederzeit sichern eigentlich im Baum. Und irgendwie war dann für mich klar, ich komme jetzt jeden Baum hoch. Also da bist du selber, wie kann man sich jetzt das wieder vorstellen? Da hast du deine Hängematte gepackt, das war wahrscheinlich Sommer, Frühjahr? Es war ein längerer Prozess.
bis ich dann mal am Wochenende im Park war und da habe ich eine Eiche gesehen und irgendwie war klar, der Baum, das ist der Baum. Mit jetzt, ach, jetzt muss ich es mal. Ich hatte schon mal probiert in so einem kleineren Baum, das ging dann irgendwie mehr oder weniger, der war nicht sehr groß. Es war dann auch nicht sehr bequem. Und hat nicht, ja, war nicht so, war mal so ein erster Anlauf. Und, aber dann diese Eiche, das war, ich habe die angeguckt, habe gesehen, ja, ich komme hoch, der hat überall Äste, es ist machbar. Ich komme hoch bis oben in die Krone, ich hatte Teile, ich hatte die Knoten, ich hatte eine Hängematte. Und es war dann ein inneres Wissen, einfach, ja, that's the one. Und wo stand jetzt dieser Baum? Im Städtischen? In Leipzig, im Clara-Zetkin-Park. Mitten in der Stadt. Ja. Jetzt wirklich? Ja, es war nicht irgendwo. In welchem Monat warst du da? Das war im Frühling, es war Mai rum, denke ich. Okay, dann hast du also den Baum gesehen, der dich gerufen hat? Ja, das war ein... Und ja. Um wie viel Uhr bist du dann da hochgestiegen? Und musstest du das heimlich machen? Oder hast du sogar Freunde eingeladen, die dann geguckt haben, ob er wirklich im Baum bleibt dort oben? Bist du ganz im Stillen dorthin? Hab's alleine gemacht. Genau, und habe mich da hochgearbeitet. Es war dann sehr schwierig, jetzt die Hängematte aufzuhängen, so dass ich auch, also dass die schön frei hängt, dass ich, man legt ja immer quer eine Hängematte drin, dass man dann zwei Äste hat, dass man quer drin liegen kann, dass man einen Ast hat, an dem man sich sichern kann, einen Ast hat, auf dem man rauslaufen kann. Das war ein ziemliches Prozedere, bis man dann endlich mal eine, dann auch sehr weit oben ist, wo es passt irgendwie, wo man keine Angst hat, dass jetzt die Äste abbrechen. Und dann hatte ich da übernachtet und... Wie viel Meter oberhalb der Erdoberfläche? Was würdest du sagen, wie hoch musst du da klettern? 15 Meter. War jetzt kein Riesenbaum. So konntest du denn da, jetzt kommt bei mir so der Gedanke, bist ja im städtischen Leipzig, hast du da Ruhe finden können oder hattest du ganz pragmatisch was für die Ohren dabei, um dich so ein bisschen zu schützen und so ganz in den Baum aufzugehen? Oder sagst du, nee, das war eh eine andere Welt da oben? Das eine Gefühl ist, man ist wie in einem eigenen Kosmos da oben. Es ist ein eigener Raum, in dem man dann aufgehoben ist. Ich habe die Straßenbahn gehört noch in der Nähe, aber es hat nicht gestört. Man schläft nicht sehr tief, weil man doch irgendwie sich jetzt nicht einfach so wenden kann. Wenn man sich mal anders hinlegen will, dann guckt man immer, muss ich da irgendwie seinen Platz finden in der Hängematte und gucken, mit der passt das alles, dass man nicht rausfliegt. Und ich hatte mich auch gesichert nachts eben. Man schläft nicht sehr tief. Und es war sehr kalt dann. Also gegen morgen wurde es sehr kalt. Einfach dadurch, dass die Hängematte auch den Schlafsack so zusammendrückt, hat man von unten sehr wenig Isolation. Das war immer nicht klar. Und dann fängt man auch an, sich immer wieder zu bewegen, damit einem wieder warm wird. So gerade kurz vor Sonnenaufgang. Trotzdem kriegt man Energie. Und als dann die Sonne aufging und so die Vögel angefangen haben, so zu zwitschern, da habe ich dann plötzlich angefangen, ein Lied zu singen, also aus der Kindheit oder was wir in der Kirche immer gesungen haben, so dieses Danke für diesen schönen Morgen. Ach, wie toll. Und das kam so aus, irgendwie, das kam aus einer Ebene von mir oder aus einem Gefühl. Also mein Verstand hat dann gesagt, so, hä, was ist denn das jetzt irgendwie? Aber es war total, das kam einfach aus dem Herzen. Aus einem ganz tiefen Herzen. Naja, das war so ganz unmittelbar. Du hast gerade eben auch gesagt, dass der Baum, da warst du aufgehoben, hattest du, glaube ich, gerade gesagt, bevor du mit den Straßenbahnen aus Leipzig, hast du aber nicht gehört, du hast dich aufgehoben gefühlt. Was war das denn dann für ein Gefühl für dich, was du da oben im Baum gefunden hast? Also was war für dich das neue Gefühl? War das vielleicht, ich habe es geschafft, ich habe das, meiner Angst habe ich mich gestellt, oder war es diese Verbundenheit zu diesem alten Baum? Ja. Hat er zu dir gesprochen? Oder warst du einfach nur sicher in seinen Armen? Also warst du ein Gefühl an tiefer Sicherheit oder was ganz anderes? Ein Gefühl, zu Hause zu sein. Boah, das ist voll schön. Mir kam ja dann auch zu Ohren, als ich wissen wollte, ja, wer ist denn eigentlich der Steffen so? Ja, dann habe ich ein paar der Kursteilnehmer befragt und jemand meinte, ja, der schläft in Bäumen. Ja, das ist auch so. Ja. Ich habe nicht viel davon. Schon lange her, dass ich das regelmäßig gemacht habe. Also es gab eine Phase, wo du das war, hat da angefangen hast. In der Zeit. Und hast du dir dann immer so eine Auszeit genommen? Also war für dich das
Auszeit, wo du sagst, dieses Zuhause, ja, hast du dann gesagt, hey, alle paar Wochen, jetzt muss ich wieder so runterkommen, das ist für mich meine Balance, da brauche ich irgendeinen Ruhepol, einen Sitzspot, ja. Mhm. Und hast du dir dann einen Baum gesucht oder hast du mal den gleichen sogar vielleicht gehabt, zu dem du zurückgekehrt bist? Und habt ihr mit, also hast du mit einem Baum eine Beziehung aufgebaut? Oder hast du gesagt, nee, ich kann es eigentlich in verschiedenen Bäumen machen, weil jeder Baum gibt mir eine andere Art an Sicherheit, mhm, die auf die jeweilige Art wieder sehr schön ist? Also in der Eiche war ich dann regelmäßig eine Zeit lang. Mhm. Und es ist nicht aufgeflogen in einmal Deutschland? Einer kam vorbei irgendwie und hat dann, hey Baummensch, hochgerufen. Ich hatte die Hängematte dann auch hängen lassen, damit ich die Arbeit nicht mehr habe mit dem Aufbauen. Das hat nie jemand gesehen. Also zu den Uhrzeiten sind keine Menschen eigentlich unterwegs. Okay. Und es rechnet keiner damit, dass oben im Baum jemand in der Hängematte übernachtet. Das, die Leute gucken irgendwo anders hin. Das passt nicht in das Muster von einem Mensch, der jetzt da spazieren geht, rein, dass da oben jemand liegen könnte. Rum, ja. Also du hast mit dem Baum bist du eine längere Partnerschaft eingegangen. Ja, weil er war einfach ideal. Später nach dem Studium bin ich dann zurück nach München und bin bei meinen Eltern wieder eingezogen. Weil du bist Bayer, oder? Ich bin aus München, ja. Mhm. Und hatte da eine schwierige Zeit irgendwie überhaupt dann nach dem Kunststudium in... Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Womit kann ich jetzt mal Geld verdienen? Irgendwie musste ich mal finanziell auf die Beine kommen. Mhm. Und meine Eltern hatten in ihrem Garten zwei Buchen stehen, da geht der Weg zum Haus durch. Mhm. Und da hatte ich dann, das war dann so mein nächstes Projekt, hatte ich dann da zwischen die zwei Buchen meine Hängematte reingehängt. Nee, was haben denn die Nachbarn gesagt? Ja, meine Mutter hat gesagt, Mensch, jetzt bist du schon irgendwie über 30 und du bist immer noch genauso, wie du als Kind warst. Ich meine, ja, da gebe ich mir viel Mühe, dass das so bleibt. Sind deine Eltern eher Menschen, die aufgefallen sind durch ihr Handeln, ihr Tun, ihr Sprechen? Oder sind sie eher, wo man sagt, was die große Mehrheit macht, sich eher so anzupassen? Ich denke mir oft an so einen Fischschwarm. Mhm. So Mittelklasse, sag ich mal. Das macht es ja dann auch manchmal gar nicht so leicht als Nachwuchs, dass man sagt, ja, du hast ja keine Fußstapfen, die du treten kannst. Also jetzt haben wir hier gerade mit dem kleinen Jonathan gesprochen. Sein Papa ist ja Biobauer hier. Mhm. Der hat, glaube ich, schon eher so ein ganz besonderes Leben und Lebensstil. Und als ich mit ihm jetzt so gesprochen habe, auch die letzten Tage, merkt man, ist kein Durchschnittsbürger, der kleine Jonathan mit seinen 9 Jahren. Mhm. Das ist ja viel schwieriger, wenn man aus einem Umfeld kommt, was traditioneller ist, da zu sagen, man hat einen nicht so traditionellen Weg. Wobei jetzt natürlich in Bäumen schlafen sehr speziell ist. Ich liebe das ja. Es ist eine wunderbare Geschichte. Ich stelle mir das gerade so vor. Da diese zwei Bäume, du da drin. Mhm. Welche Farbe hatte deine Hängematte? Also war das jetzt eher eine? Es war eine aus Mexiko, die war blau-grün. Und noch eine größere, die war weiß. So ein, also so diese ein schön, Naturweiß. Also die ist aber nicht eine der schön gehäkelten. Doch, so ganz fein. Nein. Ganz fein, das ist ja auch total pittoresk. Wow. Mhm. Okay, also dann bist du dahin, deine Mama so. Der Bub hat sich ja gar nicht verändert, trotz Studium. Ja, weil ich als Kind, ich wollte immer schon draußen übernachten. Hat irgendwie draußen so Hütten gebaut oder so kleine Unterkünfte, dann wollte man da draußen schlafen. Und nein, das macht man nicht. Und, Was hat denn dann der Anteil in dir gesagt, der da rebelliert? Hat er gesagt? Es war keine Rebellion, es war einfach Freude an den Dingen, die für mich natürlich, als deine Mami so gesagt hat, der Bub ist ja jetzt immer noch nicht groß geworden. Wie bist denn du damit umgegangen? Also gab es einen Anteil in dir, der rebelliert hat, gesagt, du Mama, ich gehe jetzt mein eigenes Leben, ich bin ja über 18. Oder wo so ein Teil gesagt hat, ja, meine Mama, ich kann es ja verstehen aus ihrer Sicht. Oder bist du einfach ins Schweigen übergegangen? Oder hast du gesagt, oh, jetzt gehe ich mal von meinem Elternhaus wieder weg, um so ein bisschen eine Distanz zu haben. Was war denn für dich so dann der Umgang mit deiner Mutter beispielsweise? Nee, ich fand's lustig. Und für mich war es total natürlich. Und also es hat dich nicht weiter berührt dann? Im Kunststudium war die ganze Zeit eigentlich das Großartige am Kunststudium ist eigentlich, dass man die ganze Zeit seiner eigenen Spur folgt. Was interessiert mich, was fasziniert mich, was diese unglaubliche Selbstermächtigung, einfach seinen ureigenen Weg zu gehen. Mhm. Das war eigentlich dieses Geschenk, Kunst studieren zu dürfen. Mhm. Und das hat
Also man ist dann, ich habe immer gesagt, man ist versaut für die Gesellschaft nach dem Kunststudium, weil man ist nicht mehr brauchbar in dem Sinne, dass man jetzt funktioniert. Ist ja auch ein Geschenk, ja? Und jetzt ist ja die Frage, wo findet man, du hast es, glaube ich, auch schon mal gesagt jetzt, seitdem wir sprechen, dieses, wo findet man seinen Platz in der Gesellschaft? Dann habe ich jetzt rausgehört, das eine Zuhause und die Sicherheit konnten dir die Bäume geben. Du hast öfters in Bäumen genächtigt, du hast dich dann der Baumkunde gewidmet. Jetzt, ja, eigentlich, was ich entdeckt habe, also ich habe... Ich greife mal kurz zum Brennnesseltee, darf ich dir den auch geben? Deiner ist nämlich noch warm. Schau mal, das ist deine. Ich hab, so. Mhm. Das, was du entdeckt hast. Das ist eigentlich das Potenzial von Bäumen, dass sie heilen können oder dass sie einem unterstützen können in eigenen Prozessen. Mhm. Jetzt in der Buche von meinen Eltern war jetzt das spezielle Erlebnis, was ich da hatte, dass in der Nacht haben die irgendwie Energie übertragen in meine Wirbelsäule. Es war, als ob die Wirbelsäule wie eine Antenne gewesen wäre. Mhm. Und die hat empfangen. Da ist unglaublich viel Energie einfach. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich hatte das Bild, ist wie eine Antenne. Und die geht in Resonanz mit der Energie von dem Baum. Mhm. Und als ich in der Früh unten war vom Baum, war ich so voll mit Lebensenergie. Und obwohl ich in dem Moment nicht wusste, mein Gott, womit soll ich mehr Geld verdienen? Und irgendwie nicht so wirklich weiter wusste, war dann so ein Gefühl, ich bin am Leben und das ist primär. Mhm. Ich bin ein Ausdruck von Leben, das ist primär und alles andere sekundär, egal wie die Lebensumstände sind. Mhm. Dass die Lebensumstände eigentlich egal sind. Das war das Geschenk von den Bäumen, die ich da bekommen habe. In diesen zwei Bäumen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Das ist eine wunderschöne Erkenntnis. Also hast du die Erkenntnis, kam sie dir also in den Kopf gleich in dieser Nacht, wo du auch die Ratio verstanden hast, oder hat es ein Gefühl? Also war es die emotionale Ebene? Nee, es war kein Gefühl, es war energetisch, dass meine also wenn man sagt, dass man auch ein Energiefeld hat von Lebensenergie, die irgendwie, das kann mal höher sein, mal weniger hoch. Mhm. Wenn es niedriger ist, dann ist man eher, dass man krank wird. Und wenn dieses Feld oder diese Energie sehr hoch ist, dann ist man einfach geschützt und immun und hat Elan. Mhm. Und einfach dieser Pegel war so hoch, das war einfach dann so eindrücklich, dass ich aus diesem Zustand von so hoher Energie einfach den Eindruck, also die Erkenntnis hatte, meine Lebensumstände sind sekundär. Mhm. In Bezug auf die Tatsache, dass ich am Leben bin. Wie lange hat dieser energetische Zustand denn angehalten? Würdest du sagen, das ist eine ganze Stufe, bist du höher gegangen, trotz allem? Oder sagst du, es war wie so ein Hoch oder ein Tief, was das Leben ja mit sich bringt manchmal? Und das war eine Phase, wo du gesehen hast, da warst du sehr euphorisiert. Ja, da war was. Und eher du nickst, also ich nehme an, es war kein, nee, es war kein Dauerzustand, es war... Mhm. Die Erkenntnis war dann, sag ich mal, die ist dann geblieben. Mhm. Und das hat mir geholfen einfach dann. Mhm. Und auch die Erinnerung daran, auch wenn der Pegel dann natürlich wieder runtergesunken ist irgendwann. Hast du irgendein Mittel gehabt, um dich wieder in diesen Zustand zu begeben? Also war das für dich möglich, diese hohe Energie dann zu bekommen, wann immer du in die Natur gegangen bist oder wann immer du wieder die Gelegenheit hattest, in Bäumen zu übernachten? Konntest du da irgendwo andocken? Oder war schon die Erkenntnis einfach so eine Stufe mehr? Ja, der Weg geht ja ewig weiter. Es ist ja nicht so, dass man... dann irgendwie ein Hochrad und dann es geht ja ständig rauf und runter. Und meistens, wenn man unten ist, habe ich in meinem Leben erlebt, dann kriege ich oft einen Impuls aus der Natur, der mir wieder Mut gibt, der mir wieder eine Klarheit gibt, einfach weiterzugehen. Das war während dem Studium. Ich habe dich ja als einen extrem sensiblen Menschen kennengelernt. Auch als du dann gestern referiert hast. Ja. Ja? Im Umgang, also das ist ganz besonders. Ja, finde ich. Mhm. Von der Gestik, von der Mimik, vom Blick. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du jetzt in die Natur gehst? Du hattest jetzt gerade eingangs gesagt, du hattest auch die Übung gemacht,
wohl nach dem Kunststudium, wo du mit verbundenen Augen in der Natur gelaufen bist. Mhm. Wir hatten sowas Ähnliches ja ganz zu Beginn der Woche. Ja. Das fand ich auch ganz spannend. Ja. Ich liebe das, ja. Man ist barfuß, man ist im Wald, man ist mit verbundenen Augen und man bewegt sich. Du hattest in dem Moment die Schamanentrommel und wir sollten dich finden. Mhm. Also, wie gehst du in die Natur mit dieser Sensibilität, die du hast? Bist du dann und nimmst diesen Sitzspot, also suchst einen Platz, wo du einfach nur verweilst, wie jetzt, wir hören das Zirpen der Grillen im Hintergrund, ja, hier neigt sich der Tag zu Ende, also bist du dann ganz mit allen Sinnen so alert und nimmst einfach nur auf oder bewegst du dich im Fuchsschritt, ja, so durch die Umwelt oder gehst du in einen dichten Wald und schlägst dich da durch das Dickicht, was ist so für dich das Mittel, wo du sagst, in welchem Zustand musst du sein, dass du diese Ruhe von der Natur wieder bekommst und wieder gespiegelt bekommst? Also ich war als Kind sehr naturverbunden und so in der Pubertät bin ich in eine ziemliche Krise gekommen und habe das Gefühl gehabt, ich habe den Kontakt komplett verloren zur Natur, habe dann auch viel getrunken und geraucht und war und so. Während dem Kunststudium habe ich mich da eigentlich wieder rausgearbeitet aus diesem Tal und eben ganz großer Schritt war eben nach diesem Seminar, hatte ich halt ein paar Entscheidungen getroffen. Eben eine war eben auch nicht mehr zu rauchen und ich hatte keine schwarze Kleidung mehr angezogen. Und so es gab eine Annäherung zu dieser Baumübernachtung und es war nachts eben in Dunkelheit durch den Wald zu gehen. Und das war eine Übung, die hat mich sehr stark aus dem Verstand in den Körper gebracht. Also ins Fühlen. Ins Wahrnehmen. Ins Wahrnehmen von, also dass die Wahrnehmung nach innen fällt, in das Innere, mein inneres Energiefeld. Weil der Verstand nicht mehr, also Verstand und Sehen, also hat auch der Woran auch erklärt, ist sehr stark verbunden mit mentalen Prozessen eigentlich. Man fixiert immer Dinge so punktuell. Es ist auch ein sehr starkes Festhalten und ich bin im Wald automatisch in diesen Weitblick gegangen. Also ich wusste damals noch nicht, kannte das noch nicht. Und das ist automatisch passiert in diesen Rundumblick. Dieses defokussierte Schauen, weil man sieht da eh nichts mehr. Man kann nichts mehr fokussieren. Das ist automatisch passiert. Und ich war mit meiner Aufmerksamkeit eher, sag ich mal, so in meinem Energiefeld oder habe so meine Sinne ausgestreckt, weil, oh, ist da was, ist da ein Tier, ah, da raschelt was. Und das hat mich sehr stark wieder, oder diese Übung, ich habe dann selber Übungen auch mir ausgedacht, eben durch mich in der Natur zu bewegen, ohne zu denken, einfach jedem Impuls zu folgen, wie er gerade kommt. Und das war dann viel Charme, irgendwie, weil man dann plötzlich ist man dreimal um den Baum gerannt und dann sind Leute irgendwie, und die gucken dann und denken, was denkt denn der jetzt? Drängt sich mir eine Frage ein langer auf. Es war ein Prozess, wo ich, genau, es war immer mit, also Natur war dann für mich mit dem Tun verbunden. Mit Aktionen, die mit jetzt nicht einfach spazieren gehen, sondern was machen sich körperlich, also durch den Nikotinentzug hat mein Körper eine Art von einen Input gegeben. Ich wollte mich erleben im Körper. Und es war halt früher durch das Nikotin und so habe ich eine gesündere Art finden müssen, um mich in meinem Körper lebendig zu fühlen. Die Frage, die sich mir gerade aufdrängt, danke, ganz wertvolle Äußerung, vielen, vielen Dank. Wenn man jetzt so in die Natur einsinkt, was wir jetzt auch die Tage über machen, dann kommt man ja an einen Punkt, wo man wieder mit der Gesellschaft zusammentrifft. Also ich habe das jetzt im Kleinen erlebt. Ich bin jetzt hier seit ein paar Tagen so völlig autonom unterwegs und dann ist man wieder in so einem kleinen Bioladen. Das genügt ja dann schon. In diesem Örtchen hier in Aichach. Das hat mich ja völlig überrascht, dass man jetzt plötzlich wieder so viele Obst- und Gemüsesorten auf einem Haufen sieht. Weil man hat ja jetzt erstmal von den ganzen Vorräten und so gezehrt. Da hat man ja zum einen so eine Sinnesüberflutung, mit der man wieder umgehen muss. Und zum anderen ja dann auch wieder Menschen, die einen ganz anderen Lebensrhythmus gehabt haben. Diese nette Kassiererin beispielsweise. Ganz andere Energy. Wie konntest du dann da wieder andocken in diese Welt?
in diese andere Welt, die ja auch existiert. Mhm. Die Welt, wo viele Menschen eben auch mit dem Überleben kämpfen oder meinen, damit zu kämpfen, wo es darum geht, Leistung, Dynamik, Druck. Ja? Inwiefern ist es dir gelungen und welche Einstellung hat dir dafür geholfen? Also ich hatte nie angedockt in dieser Welt. Mhm. Und es war auch ein Lernprozess, eben in dieser normalen Welt irgendwo zu Hause zu finden und eine Aufgabe zu finden und das war auch ein Weg, den ich gehen musste. Es war eher so, dass ich entdeckt hatte, dass wenn irgendwo ein Naturbezug ist im Zusammenhang mit Menschen, dass es mir leichter fällt, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Mhm. Und die Natur hatte mir, also wenn ich in der Natur war, es hatte mir geholfen, mit mir selber in Kontakt zu kommen, auf eine Art, wie ich es nicht geschafft hätte mit Menschen. Deswegen war es auch sehr wichtig, dass ich diese Dinge alleine gemacht hatte. Das war jetzt aber nicht, kam nicht aus dem Denken, das hat sich natürlich so ergeben. Und gleichzeitig musste ich lernen, quasi in der Welt der Menschen irgendwo zu Hause zu sein. Und es immer dieser war immer so ein, genau, es, ich war, ja, ich bin da nie angekommen gewesen. Also ich musste, die Natur hat mir geholfen zu entdecken, so die tiefere Ebenen meines Seins, die eigentlich keine Bedeutung haben im konventionellen, in der konventionellen Perspektive von der Gesellschaft. Also von daher hat es mir geholfen, zu mir selber zu finden. Gleichzeitig musste ich einen Weg finden, auch aber in der Welt, also die Welt als das Konstruiertes, etwas Designtes, was von der Natur fern ist, da auch irgendwo einen Platz zu finden, Geld zu verdienen, ein Haus zu, irgendwo zu wohnen. Muss man das? Also ein Teil in mir ist eher konservativ. Es gibt Leute, die sind vielleicht sehr extrem auch oder so sehr freakig, die leben so am Rand der Gesellschaft, vielleicht in irgendwelchen Bauwagensiedlungen oder so, die so ein bisschen anarchistisch sind, die komplett aussteigen aus der Gesellschaft. Das war irgendwie nicht mein Weg. Ich bin ein Teil in mir sehr sicherheitsbedürftig, sehr hat wenig Mut, braucht einen Schutz. Ich habe mich auch nie wohl gefühlt mit vielen Menschen. Und gleichzeitig gibt es einen anderen Teil in mir, der so wie so ein alter Eremit irgendwie ist und der die Natur als ein Zuhause kennt, als eine Umgebung, zu der ein Bezug ist, auch zu wo ich mit Wirklichkeitsebenen in Verbindung stehe, die keinen Raum haben in dem Entwurf innerhalb der Gesellschaft, die sehr rational und funktional orientiert ist. Ich glaube, es ist immer schwer für so Grenzwandler, wenn ich das zusammenfassen darf, was du gerade gesagt hast, so wie ich es verstanden habe. Es ist immer schwer, wenn man so Herzen hat, die in mehreren Bubbles, Welten, Realitäten leben könnten. Oder auch nur Teile in sich tragen, die sagen, ich gehöre doch in die eine Welt, der andere sagt, ich gehöre aber in die Welt. Ja, und das ist immer
auch schön, Menschen zu sehen, die sich wirklich für eine Welt komplett entschieden haben. Vielleicht könnten die ja auch woanders leben. Vielleicht haben sie die anderen Teile unterdrückt. Ja, oder vielleicht nicht gesehen. Oder vielleicht war bei einem einfach der Wunsch so groß, dass man sich für den einen Bubble entschieden hat. Und es gibt ja auch diese Menschen, die sich dann einfach mal entscheiden. Das ist auch interessant. Ja, das hat mir mal jemand gesagt, der so meinte, Herr Koko, ich habe mich einfach mal entschieden, sesshaft zu werden. Und wir haben ja jetzt auch dieses Prinzip im Permakulturischen, dass man immer guckt, ressourcenschonend und wenig energiezehrend. Würdest du sagen, dein aktuelles Lebensmodell entspricht dem, wo du dich auch in 15 oder 20 Jahren siehst? Oder sagst du, wir haben ja Umwälzungen gerade in der Welt aus verschiedenen Aspekten. Es hat auch dir wieder Impulse gegeben, um vielleicht nochmal zu suchen. Also würdest du sagen, dieser Grenzwandler, der du bist, ja, du hast ja auch Aufträge, um dann Geld zu verdienen jetzt. Und das sind jetzt wahrscheinlich eher Menschen aus einem anderen Bubble, als der, in dem wir uns gerade jetzt hier befinden. Sagst du, nee, es ist eigentlich, ich habe mich da so aufgestellt, damit komme ich zurecht. Ich habe mein Netz geschaffen, wie wir es auch in der Permakultur hatten, nicht? So ein ganzes Netz, was ja auch im Boden unten ist, mit diesen ganzen Mechanismen zwischen Pilz und Bakterium. Und die arbeiten ja irgendwie alle zusammen mit den Pflanzen. Also würdest du sagen, du hast für dich auch dein Netz im Leben schon so aufgebaut, um zu sagen, mit Ruhe und Stabilität komme ich jetzt in die 50er? Ich denke, eine Ebene irgendwie, eine Aufgabe die oder ein Thema einfach, was mich mein Leben lang beschäftigt, wo ich einfach einen Heilungsbedarf sehe, ist einfach, dass diese Verbindung Mensch-Natur, dass da wieder eine Verbindung hergestellt wird. Und vielleicht ist meine Persönlichkeit deshalb auch genauso strukturiert, dass ein Teil einfach eher diese Sicherheit sucht und der andere Teil ist so extrem in die andere Richtung. Und natürlich, also ich habe jetzt mit, nach dem Kunststudium bin ich dann in der Baumpflege gelandet und arbeite jetzt seit 14 Jahren, quasi gesellschaftlich bin ich da jetzt angekommen, kann mein Geld damit verdienen. Und habe mein Einkommen, die Kunden schätzen mich sehr. Die sagen immer, ja, du bist so verbunden mit. Meine Beratungen sind absolut rein fachlich. Aber irgendwie, die sehen mich immer so als Baumflüsterer, obwohl ich nichts so nichts in der Richtung ausspreche. Ich spreche wie jeder andere Baumpfleger total einfach eine fachliche Sprache, die fachlich korrekt ist. Und ja, aber sie sehen offensichtlich die Verbindung, die du hast, genau, die Seelenverbindung. Zu deiner Frage, jetzt ist eben, okay, jetzt bin ich, da habe ich das geschafft. Und merke, ich bin eigentlich diesen Weg, habe eben das, was genau diese Perspektive, wo dieses der Lebensentwurf eben der in der Permakultur, wo es Pioniere schon gibt, die das einfach viel stärker umsetzen und leben in einer Verbundenheit mit der Natur, in Ökodörfern oder Gemeinschaften, wo solche Dinge umgesetzt werden, habe ich das Gefühl, ich habe sehr wenig umgesetzt in dieser Richtung und bin auch mit dem Baumschneiden mache ich eigentlich was mir total gegen meine innere Empfindung geht, weil mir die Bäume in meinem Leben unglaublich viel Unterstützung gegeben haben, unglaublich viel Heilung und immer Freunde waren. Von daher geht die Beratung natürlich hin zu einem baumschonenden Umgang und einfach jetzt keine unnötigen Schnittmaßnahmen zu machen. Aber jetzt ist für mich ein Punkt, auch durch die Begegnung und das Begegnung mit Worren, wo ein Zeitpunkt ist für mich auch nochmal für einen Schritt in eine neue Richtung auch. Es entspricht nicht meinem Wesen in der Tiefe des Lebens, wie ich es jetzt so lebe, auch wenn ich
auf einer oberflächlich gesehen ist, irgendwie gesellschaftlich angekommen bin und anerkannt oder irgendwie meinen Platz gefunden habe, merke ich, dass noch nicht dein Zuhause mein Innerstes nicht mein Empfinden, dass ich gegen mein Empfinden eigentlich arbeite und genau. Also ich höre eine gewisse Zerrissenheit noch. Jetzt ergänze ich das vorsichtig mit noch, weil du gerade gezuckt hast und ich wollte dir natürlich nicht zu nahe treten. Man macht dann man geht einen Kompromiss ein. Man sagt, wie es alle Menschen machen, okay, ich muss mein Geld verdienen, ich muss irgendwie eine Arbeit machen, die mir vielleicht irgendwie irgendwas zu tun hat mit etwas, was mich interessiert. Das waren dann die Bäume. Ich habe gern geklettert, ich mochte den körperlichen Einsatz. Ich habe mich in der Arbeit mit den Bäumen sehr intensiv auseinandergesetzt, auch mit den Wachstumsgesetzen. Wie entwickelt, also aus der Anschauung steht ja nicht wirklich in Büchern drin. Es gibt sehr wenige Bücher, die da Wissen vermitteln. Da habe ich jetzt einen Punkt erreicht, wo ich in der Lage bin, auch eben Kurse zu geben oder auch jetzt Obstbaumschnittkurse. Also du hast jetzt ja bestimmte Punkte. Ein Baumverständnis zu vermitteln, wo eine Idee wäre, auch in eine Lehrtätigkeit zu gehen oder in eine Wissensvermittlung, als eine Quintessenz von dieser Tätigkeit. Oder ich musste irgendeinen Sinn auch darin sehen, in dieser Arbeit, wo ich jetzt eben physisch an den Baum rangehe und Äste abschneide und eingreife auf eine Art, wie ich sonst nie gemacht hätte. Gleichzeitig habe ich dadurch den Baum sehr gut kennengelernt, einfach weil durch die Wuchsreaktionen, wenn man schneidet, sieht man, okay, was will der Baum, was will der Mensch, wie kann ich mit dem Baum gut arbeiten. Habe ich Bäume sehr, sehr gut kennengelernt auf diesem physischen Ausdruck und auf diesem Ausdruck von Lebenskraft. Also fasse ich das richtig zusammen, dass man sagen könnte, ich erwähne es, weil du es auch ab und an erwähnt hattest, deswegen verstehe ich das auch so. Ja, du hast jetzt dieses gesellschaftlich, also man könnte sich jetzt sehen lassen mit dir als Sohn. Jetzt schläft er nicht mehr nur zwischen Bäumen, sondern jetzt hat er auch einen Job, für den er geschätzt wird. Mhm. Er kann seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen. Und er sagt, du bist jetzt in der Gesellschaft angekommen. Aber du stellst fest, das allein macht dich nicht glücklich. Es geht irgendwo noch weiter. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, diese Impulse hier, also Warren Prush ist ein Permakulturexperte aus Kalifornien mit wirklich einem unglaublichen Wissen, sehr pragmatisch, ein wirklich wandelndes Herz auch im Umgang mit anderen, also sehr inspirierend, dass du sagst, ja, auch diese Tage hier haben dir nochmal so eine Stufe gegeben, vielleicht nochmal die ein oder andere Erkenntnis, so wie damals, als du sie bekommen hast, als du vielleicht kopfüber am Baum hingst oder zwischen den Bäumen lagst, dass man nochmal eine Stufe weitergehen kann. Mhm. Wie immer die sich gestaltet. Mhm. Ja, man muss jetzt mal ja diesen Freiraum haben, um zu sehen, ja, ich gehe nochmal einen Schritt. Ja. Ich glaube ja, dass diese Zerrissenheit was ist, was so viele Menschen kennen. Ja, das sind diese inneren Sehnsüchte und diese vermeintlichen Zwänge. Und es klingt wirklich nur wenigen, sich davon zu befreien. Also mir ist das auf Bali, bin ich auch ein paar so Seelen begegnet, die sich gar keine Gedanken machen, was übermorgen ist, die sehr frei im Hier und Jetzt leben. Ja. Ja, und die bewundere ich, weil die haben eine unglaubliche Resilienz in sich. Also man merkt, die sind eigentlich jetzt schon wie so ein starker Baum. Mhm. Und die haben so innere Ressourcen gefunden. Vielleicht ist es ja auch das. Im Grunde hat es ja was mit einem selber zu tun. Vielleicht mehr als mit einem per se gefüllten Bankkonto. Sondern mit dem, was man sich selber zutraut. Was sind denn deine Wünsche an dich? Jetzt haben wir vorhin runtergeguckt mit knapp 50, jetzt runter auf so fast 30. Wo wärst denn du gerne mit 60 oder 70? Was für ein Gefühl würdest du dir selber gerne schenken in dem Alter? Nehmen wir mal 65. Hm. Ja, ich war vor einiger Zeit im Urlaub und hatte da Liebesbriefe an mich selber geschrieben, die irgendwann mal zu öffnen in mehreren Jahren, und da hatte ich eben geschrieben, was ich mir wünsche. Das war wie wenn man eine Geburtstagskarte schreibt, und was habe an den Menschen in der Zukunft geschrieben, was ich dem wünsche, wie er lebt. Und ich habe es relativ habe es nicht so sehr in eine inhaltliche Form gebracht, dann, dass ich irgendwie die Hütte in den Bergen oder was weiß ich was oder am Strand oder sonst wo.
in der Quintessenz war es eigentlich, dass ich meinem Wesen vertrauen kann und dass ich da aus meinem Wesen heraus handeln kann. Die Dinge, die jetzt für mich absolut, also sich richtig anfühlen, für mein Gefühl. Und dass ich merke, dass das Leben mich trägt trotzdem. Auch wenn ich diese Strukturen, eben diese vermeintlichen Sicherheiten, die einem die Gesellschaft anbietet, auf mich, mich auf die nicht mehr verlasse. Dass es eine Ebene darunter gibt, in Form von einer Lebenskraft, die mich unterstützt und dass im Außen die Dinge auftauchen werden, die ich brauche, dass ich eben blind dem Leben vertrauen kann. Und weiß, ich bin getragen und ich kann meiner inneren Wirklichkeit voll vertrauen und meinem Wesen vertrauen und entsprechend meinen Weg gehen und weiß, dass sich dann alles im Außen fügt, in der Art, dass das unterstützt wird. Weil das ist immer der Kompromiss, den man dann macht, weil man hat, man meint immer, dass eigentlich diese Strukturen tragen, irgendwie gerade die wirtschaftliche Lage, Arbeitslosigkeit oder nicht, jetzt eben, oder Arbeitslosenquote, oder welche Berufsfelder sind jetzt gerade gefragt, welche sind nicht gefragt. Da hatte ich eben vor der Baumpflege einen entsprechenden Job, der hat es wiedergespiegelt, da hatte ich aus dieser Vernunft gehandelt. Und damals hatte ein ganz irrationaler Impuls, dann einfach zu kündigen, ohne zu wissen, was ich mache. Hat dann einfach sich als der richtige Impuls erwiesen. Und da bin ich dann in der Baumpflege gelandet, da war ich dann schon mal ein bisschen besser irgendwie, aber trotzdem bin ich dann so abgebogen, so ein Sicherheitsding. Ja, also raus ist ja auch ein bisschen so diese Abwägung Sicherheit versus Unbekannte. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ich höre nämlich, glaube ich, schon so von der Ferne die Musik am Lagerfeuer. Und ich glaube, ich fasse jetzt mal kurz in einer Tasse, wenn ich darf. Ist auch schon ein bisschen kalt. Was ist denn? Es ging das Gespräch ging über alles jetzt. Ja. Über viele Themen. Ist das gut für dich? War das okay? Es war okay, ja. Weiß nur nicht, wie der Zuhörer das jetzt verarbeiten kann. Es wäre ein Thema, wären ja schon die Bäume und Baumheilung. Oder wie ist die Beziehung zu Bäumen? Wie können Bäume uns unterstützen? Das wäre nämlich jetzt auch meine Abschlussfrage. Wäre eigentlich schon ein Thema für ein Interview gewesen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut bekommen, weil es nämlich du widerspiegelst, deine Beziehung auch auf Leben. Den. Ja, aber die stehen ja auch im Kontext mit den Bäumen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Aber ich glaube, dieses Andocken an die Natur und dein Spiegeln an diesen Bäumen, was die aus dir gemacht haben. Meine Frage gerade eben war nämlich die folgende oder ist die folgende. Die Kommunikation mit den Bäumen, wie gestaltet sie sich? Und was hast du am liebsten von den Bäumen gehört? Gesehen, gefühlt, wahrgenommen. Also ja, rückblickend waren die Bäume für mich spirituelle Lehrer, bevor ich mit Advaita und mit Satsang in Kontakt gekommen bin, haben die mich das eigentlich schon gelehrt. Ich hatte nur damals nicht, konnte es damals nicht in so einen Kontext bringen. Und lang bevor ich wieder einen Kontakt hatte mit Bäumen, da hat meine Schwester mir gesagt, ja, die Bäume, wenn man die umarmt, da fühlt man die Energie von den Bäumen. Ich hatte einen Baum umarmt und ich habe nichts gespürt. Also Leere, einfach ein leerer Raum. Und ich dachte erst, ich spüre das nicht, aber das ist das, womit Bäume einen verbinden können, mit dieser Stille und Weite und Leere und das macht auch ihr Potenzial, dass sie heilen können, weil sie diese
ich habe beobachtet, dass sie einfach, jetzt wenn man eine emotionale Ladung hat, die saugen das auf. Wenn ich Gefühle hatte von irgendwie schlimme Traurigkeit oder irgendwelche heftigen Gefühle und ich habe im Baum übernachtet, es war, am nächsten Tag war das weg. Jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, ja, wo beginne ich denn da jetzt mit dem Verhältnis zum Baum, zu den Bäumen? Mhm. Ja, weil vielleicht gibt es ja auch wirklich Menschen, die, wie gesagt, nicht mal einen Garten haben, viele, ja, die dann Bäume sehen von der Ferne und sich auch gar nicht die Zeit genommen haben, mal näher hinzugehen, mal vielleicht zu spüren, was denn so eine Rinde überhaupt ist. Mhm. Oder einfach mal ihr Ohr an so einen Baumstamm, einfach mal zu hören, was da vielleicht im Inneren des Herzbaumes, Baumherzes so pocht. Mhm. Ja. Oder eben das ganz klassische, einen Baum zu umarmen, ist ja auch ein bisschen populär geworden. Was wäre so dein ganz pragmatischer erster Schritt für jemanden, der sagt, das finde ich ganz schön cool, was der Steffen erzählt, ich würde mal so einen Hauch davon auch selber erfahren. Was würdest du dem Menschen raten? Wie soll er denn da anfangen? Letzten Endes reicht es, sich einfach an den Baum hinzusetzen. Im Rücken, an den Stamm anlehnen. Und gucken, was passiert. Und vielleicht einfach diese seine eigene Achse, eigene Wirbelsäule wahrnehmen. Man kann natürlich das dann noch ein bisschen persönlicher gestalten, dass man vielleicht irgendwo in den Park geht und man lässt sich einfach mal führen zu irgendeinem Baum. Wo zieht es mich hin? So instinktiv, gefühlsmäßig, welcher Baum? Wo zieht es mich hin? Wo ist irgendwie ein Zug da? Zu welchem Baum? Und mit dem Baum einfach in eine freundschaftliche Beziehung gehen und ihn, das wird, stellt sich, wenn es dann der richtige Baum, das wird sich automatisch einstellen, wenn man sich dann wohlfühlt. Man kann auch einem Baum einfach auch kleine Geschenke bringen, ein Lied singen. Das ist auch oder sehr ein bisschen schön. Oder früher wurde traditionell auch einfach Honig und Milch geopfert. Mhm. Oder Getreidekörner. Also ihn dadurch auch ehren, also ihn sehen und ehren. Ja, ich begebe mich, also auch wenn man sagt, das ist vielleicht ein Schmarrn oder alleine durch die Handlung, begebe ich mich, ich öffne das Feld dafür, dass es da noch eine andere Ebene gibt bei Bäumen. Ich hatte das nie, also ich hatte das selten praktiziert, aber wenn ich sowas gemacht habe, dann ich bin dann auf einer anderen Ebene. Ich bin nicht mehr auf dieses, da ist der Baum, so wie wir es gelernt haben. Ja, das ist das Holz, da sind Zellen drin, das Chlorophyll, das Photosynthese. Mhm. Wir sind da so programmiert, also durch dieses wissenschaftliche Weltbild sind wir programmiert, dann nur das zu sehen, was wir auch so gefüttert haben. Und wir sind eigentlich nicht mehr offen für all die anderen Ebenen, die auch noch da sind. Also der wissenschaftliche Blick ist ist ein schmaler Spalt, durch den man guckt. Und es wird so getan, als sei das ganze Spektrum und alles andere. Und es muss durch diesen schmalen Spalt, mit dem schmalen Spalt muss es erfasst werden, die Wirklichkeit. Und wenn es nicht in diesen schmalen Spalt passt, dann ist es irgendwie es ist nicht wirklich. Ist ja aber auch wieder ein Storytelling. Diese Stories, die in der Welt sind. Genau. Und die können wir ja selber mit Reflexion, genau, die du wahrscheinlich auch in der Natur gewonnen hast, diese Reflexion. Dass man Erfahrungen, Gedanken, ja. Es braucht eine Erfahrung. Es braucht eine Erfahrung, die und dann kommt ein Verständnis. Also man braucht, die Erfahrung ist essentiell. Mhm. Aber man kann ja schon mal so handeln, auch wenn man keine Erfahrung gemacht hat, die dann zum Verständnis führt, kann man auch erstmal so handeln, als ob der Baum ein Wesen wäre, als ob er ein Freund wäre, dem ich ein Geschenk mache, als ob. Und dann öffnet man den Raum, dass eine Erfahrung, die jetzt außerhalb von diesem Spalt ist, wieder kommen darf. Kommen kann, dass man die einlädt. Ich danke dir von Herzen. Gerne. Ich habe gerade ein bisschen drauf geblickt. Wir haben gleich die Stunde voll. Ich habe es genossen hier auf dem Lammfell mit den Ziegen im Hintergrund. Ja, es ist jetzt wirklich ein ganz wunderbarer letzter Sommerabend hier noch. Und ich danke dir für deine Offenheit, für das, was du geteilt hast, auch für den persönlichen Teil, der, wie ich finde, sehr gut im Einklang steht mit dem,
wie man die Natur wahrnehmen kann als ein Spiegel seiner inneren Selbst. Und auch danke, dass du uns hast teilnehmen lassen an dem Weg. Weil das Leben ist nichts anderes, es ist ein Weg. Und es gibt, glaube ich, kein richtig und kein falsch, sondern so wie du es gesagt hast, immer nur eine Kumulation von Erfahrungen. Danke dir. The next best step. The next best step. What's the next best step? What's your next best step? Ich danke dir von Herzen. Herzlichen Dank an all die Zuhörer. Einladung, ja. Ja. Auch die Möglichkeit, als Sprachrohr für die Bäume einfach meine Liebe und Verbindung zu den Bäumen, dass sie einfach einen Weg hinausfindet in die Welt und dass vielleicht Menschen davon ihren eigenen inneren Ruf spüren und dem folgen und genau. Ihren next best step mit, gehen. Die, eine Verbindung eingehen mit Bäumen, wenn der Ruf da ist. Muss man nur erinnert werden eigentlich an. Mhm. Ja. Calling home. Herzlichen Dank von Herzen. Tausend Dank.